Medizin war schon immer mein Traum. Habe aber gesagt, ich möchte das Studium vorher auch abschließen, weil man weiß ja nie, was passiert. Und dann habe ich in Klagenfurt BWL und Technische Mathematik begonnen. Also natürlich zuerst Volksschule, Hauptschule in Graz. Und dann bin ich in eine HTL gegangen für Automatisierungstechnik. Habe diese aber leider abgebrochen nach der vierten, dummerweise. Habe dann aber die Abendmatura nachgemacht, Gott sei Dank kein Jahr verloren. Also ich muss sagen, ich habe mich echt wirklich lange damit auseinandergesetzt. Also ich habe mit 16 oder so angefangen, Flugschulen zu suchen, passende Flugschulen. Es gibt eben die private Ausbildung, so wie es wir hier machen. Und man kann es auch bei einer Airline versuchen. Das heißt, man muss eine Selektionsstufe, also die einzelnen Selektionsstufen bestehen. Und dann hat man das Glück, dass man direkt bei einer Airline die Ausbildung macht und wenn Bedarf da ist, sofort einen Job bekommt. Es ist viel, es ist wirklich viel zum Lernen. Also, und vor allem in der privaten Ausbildung, man muss echt ehrgeizig sein, wirklich sagen, ja, ich lerne jetzt, aber es macht richtig Spaß. Und vor allem, was für mich der Unterschied ist zum Studium, weil ich das jetzt vergleichen kann, man weiß, für was man lernt. Aber es gibt schon, also du musst das Medical, also den Gesundheitscheck musst du bestehen, ohne den Medical, also das heißt Medical Klasse 1, wie es bei mir ist, bei den Augen, höchstens 3 Dioptrien. Bei der privaten Ausbildung gibt es die Anforderung jetzt nicht mit den 3 Dioptrien. Da kannst du auch, aber dann ist halt das Problem, die Airlines haben die Kriterien, dass du sagst, man darf nicht mehr als 3 Dioptrien haben. Es gibt schon, und Matura, also sagen wir mal, für private Ausbildung muss man es nicht haben, aber die Airlines verlangen es. Klar, sie müssen irgendwie selektieren und da ist halt Abitur, Matura, muss man haben. Also man muss halt echt teamfähig sein. Also das ist, glaube ich, wirklich eines der wichtigsten Sachen, dass man wirklich im Team arbeiten kann, weil als Einzelkämpfer hat man da, also es passt nicht, also es zum Job, also zum Beruf Pilot gehört einfach, dass man teamfähig ist. Klar, man steigt natürlich als Co-Pilot ein und dann ist natürlich das, also das höchste Captain werden oder Flottenchef, aber grundsätzlich von Ausbildung selbst ist ATPL, CPL das höchste. Du darfst ja nicht, so wie beim Auto, du darfst dich nicht in jeden Flieger setzen und du fliegst los, sondern du musst eine Schulung auf den Flieger machen. Du fliegst dann eigentlich, solange du eine neue Schulung machst, fliegst du immer denselben Flieger. Klar, als erstes würde ich es immer bei einer Airline versuchen. Und wenn man es privat macht, man muss es wirklich gut überlegen und vor allem wirklich wissen, hat man das Geld oder hat man es nicht. Jede Ausbildung kostet. Auch wenn du studierst, wenn du 3, 4 oder keine Ahnung, noch länger studierst, wenn du Medizin studierst, brauchst du ewig. Und hier die Ausbildung dauert 2 Jahre und du weißt, du verdienst dann gut. Also von dem her, also ich würde mich jetzt davon nicht wirklich abschrecken lassen, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Geld aufkommt. Also ja, einfach, also ich finde das Wichtigste, dass man an sich selbst glaubt. Also vor allem, also ich habe es bei meinen Großeltern, muss ich sagen, gemerkt, ja, es ist schon anstrengend und so. Aber ich habe gesagt, nee, ich schaffe das. Und erzählen sie es, dass ich es schaffe und sind extrem stolz auf mich von dem her. Also das ist das, was ich will. Ich will reisen. Die Technik war sowieso schon immer meins. Und somit habe ich gesagt, ja, ich möchte Pilotin werden. Machen, einfach machen. Wenn es der Traum ist und man es wirklich möchte, einfach machen. Weil Fliegen ist das Schönste, was es gibt. Es macht, sogar Fliegerputzen macht Spaß, weil man weiß, es ist, sag jetzt mal, dein Baby. Also das ist einfach mit dem, was du jetzt gerade in der Luft hast, sogar das macht Spaß. Also es ist halt wirklich was. Also grundsätzlich die Abkürzung für den Berufspilotenschein ist die sogenannte CPL, Commercial Pilot License, die dem Abgängern ermöglicht, in der kommerziellen Luftfahrt tätig zu werden, hauptsächlich als Co-Piloten im Bereich der gewerblichen Luftfahrt. Es gibt dann noch den Linienpilotenschein ATPL, Airline Transport Pilot License. Also die Arbeitssprache für die Luftfahrt grundsätzlich ist die englische Sprache. Meteorologie ist eines der umfangreichsten Themen und auch schon deshalb sehr umfangreich, weil es einer der wenigen Geschichten ist, die man verstehen muss und die man als Pilot nicht beeinflussen kann. Das heißt, das Verständnis des Wetters ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur sicheren Bewegung in der Luft. Gerade der Pilotenberuf ist ein sehr internationaler, weil die Lizenzen auch international gültig sind und auch anerkannt werden. Das heißt, die Bereitschaft zum Ortswechsel, die Bereitschaft international zu leben, ist definitiv auch eine Voraussetzung, um hier in dem Job alt zu werden und sich in Richtung Pension entwickeln zu können. Es ist definitiv so, dass viele von der Luftfahrt träumen, aber viele den Schritt nicht wagen in diese Richtung. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, es ist ein wunderschöner Job, es ist ein wunderschönes Arbeiten und ich möchte nichts anderes machen. Wir unterstützen dahingehend die Neuanfänge, wenn man so will, um auch in diesem Bereich abzuklären, kann die Ausbildung bis zum Ende überhaupt vollzogen werden, mit den finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen, beziehungsweise gibt es Möglichkeiten einer Finanzierung, da gibt es Ausbildungsfinanzierungen über diverse Banken, die auch am Bausparsektor aktiv sind, wo man eben so Studienkredite bekommt. Und
Das Ganze betrachten muss man natürlich schon über eine Lebensspanne, sage ich jetzt einmal. Also das ist die eine Sache. Dann also ein guter Mix, würde ich sagen, ist, man sollte maximal so, ich sage mal, 60% wirklich fremdfinanzieren. Einen Teil muss man einfach entweder angespart haben oder man kriegt Unterstützung der Eltern, weil es dann einfach zu aufwendig und die Raten zu hoch werden. Ja. Also gerade am Anfang, wo man halt noch weniger verdient, ist es dann einfach schwierig, das Leben sich leisten zu können. Also die Luftfahrtbranche ist immer sehr starken Schwankungen unterzogen und soweit ich das beobachten kann, jetzt aus meiner Erfahrung, werden die Zyklen immer kürzer. Das große Wachstum findet natürlich in Asien und im Nahen Osten statt. Aber ich denke doch, dass auch aufgrund der geburtenschwächen Jahrgänge und der Abgänge, die aufgrund der Pensionierungen stattfinden, der Bedarf weiterhin auch in Europa gegeben sein wird. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wann dieser Wunsch entsteht. Ist es sehr früh da, der Wunsch, dann kann man natürlich mit dem Segelfliegen anfangen. Ist es eher ein bisschen später, zum Ende hin der Matura oder des Abiturs, ja einfach genau recherchieren, was gibt es für Wege ins Cockpit, was für Flugschulen gibt es, was für Airlines gibt es. Man arbeitet nicht so wie in anderen normalen Berufen von Montag bis Freitag, sondern es ist eher, dass man halt auch mal am Wochenende arbeitet und gerade dann, wenn eigentlich der Freundeskreis irgendwie frei hat oder was unternehmen möchte zum Wochenende. Ansonsten, ja, mit dem frühen Aufstehen, das ist doch manchmal ein bisschen schwierig. Also es ist sowohl von den Destinationen her, dass man dort unterschiedliche Strecken fliegt, es ist aber auch so, dass man nicht immer mit den gleichen Leuten zu tun hat. Das Personal vorne im Cockpit und auch hinten in der Kabine, das ändert sich mit jedem Flug. Also da ist es dann nie langweilig. Aber es gibt auch Airlines, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Cargo-Bereich denke, wo halt vorwiegend nachts geflogen wird, das ist dann natürlich auch so, dass man halt irgendwann abends um 22 Uhr eincheckt und losfliegt und dann frühmorgens um 11 Uhr oder so erst wieder landet. Der Business-Bereich, der ist nicht außer vorzuhalten. Da ist es dann so, dass man nach dem Kunden sich orientieren muss. Und ja, also ich denke, diese Dienstzeit, diese sehr flexiblen Dienstzeiten, ne, das ist doch was, was man nicht unterschätzen sollte. Und auch das Leben manchmal aus dem Koffer. Also das Verantwortungsvollste würde ich dann sagen, ist, wenn man unter hohem Zeitdruck steht und ziemlich viele Sachen parallel und hintereinander abzuarbeiten hat, dass man dort immer wieder schnell wechseln kann zwischen okay, jetzt fahre ich so ein bisschen runter und mache halt nicht ganz so viel, der Autopilot fliegt und dann aber wieder, wenn es brenzlig wird oder wenn mehr gefordert ist, gerade beim Starten und Landen, dass man dann schnell wieder hochspulen kann und dort 100% geben kann. Es passieren sicherlich mal Fehler, aber dadurch, dass das alles so gestrickt ist von den Abläufen her, dass dort immer ein Fallnetz, ein Fangnetz ist, was einem auffängt, wo man sagt, okay, oh, da habe ich was verpasst, das müssen wir nachholen. Und deshalb ist man ja auch zu zweit vorne drin, dass man dort die Fehler ausbügelt. Zum einen ist nicht jeder Tag wie der andere, also das Wetter ändert sich ständig, da muss man immer wieder mit das Ganze einbeziehen. Die Flugplätze ändern sich, aber es ist natürlich auch sehr schön im November, im trüben November irgendwie über die Wolkendecke zu steigen und dann die Sonne zu sehen. Und ja, es ist halt ein sehr abwechslungsreicher Beruf, würde ich sagen. 30, 20, 10. Es ist jetzt 14 Jahre her, seit ich die Airline gegründet habe. Und von dort fliegen wir nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf täglich 2 Tagesabendverbindungen. Natürlich nehmen wir lieber Leute auf, die nicht tausende Stunden haben und von woanders kommen, sondern die wir selber ausbilden können. Bei uns werden Kapitäne eigentlich immer aus den eigenen Reihen hochgezogen, zuerst First Officer, dann nach gewissen Flugstunden, also mindestens 2000 Flugstunden, kann man Kapitän werden, wenn eine Stelle frei ist. Und dann wissen wir ja schon, wie ist dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann,
und dann können wir die Schulung zum Kapitän sehr viel leichter durchführen. Alle halben Jahre gehen alle Piloten auf den Simulator, um Ausnahmesituationen zu testen, die hoffentlich nie vorkommen, aber die sie können müssen auf Knopfdruck. Rauch in der Kabine ist etwas ganz Normales für die. Oder ein Triebwerk bleibt stehen. Das ist Selbstverständlichkeit. Nur das muss man üben. Wenn es irgendwann mal auftreten soll, muss das genauso eine Selbstverständlichkeit sein wie im Training. Ich glaube, dass gerade bei Piloten es ein sehr guter Hemmschuh ist. Denn Pilot muss man wirklich mögen. Das muss man mit ganzem Herzen wollen. Und das ist man ja auch ein Leben lang. Und da muss ich Ihnen sagen, dass diese Hürde den jungen Leuten zeigt, mache ich alle Anstrengungen, um es zu erreichen, bringe ich das Geld auf, indem ich mich nebenberuflich dort beschäftige, oder tue ich es nicht? Ich glaube, es ist eine sehr gute Selektion, und es ist nicht so, dass junge Leute, die weniger Geld haben, weniger Pilot werden können. Das stimmt überhaupt nicht. Es zeigt die Begeisterung, dass irgendeine Oma sich findet, die ein bisschen mithilft, oder eben, dass gearbeitet wird dafür. Und was man so schwer erreicht, das macht man doch gerne.